und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute ist es kein Review oder irgendein Tutorial, sondern heute wollte ich euch mal meinen Texturenpack vorstellen, das ich mir zusammengestellt habe. Das Ganze könnt ihr euch hier downloaden, auf mediafire.com. Da habe ich das Ganze hochgeladen, Link dazu einmal unten in der Videobeschreibung. Ja, ich habe das Ganze hier auf der Webseite erstellt. Ein Tutorial, wie das Ganze erstellt wird, steht einmal oben rechts in der Anmerkung im Video selber drin. Da könnt ihr draufklicken und dann wird ihr direkt zum Video weitergeleitet. Ja, ich habe das hier jetzt einmal auf, also in Minecraft selber. So sieht das jetzt schon am Anfang aus. Ihr seht, das Menü sieht jetzt schon ein wenig anders aus. Und wenn ich jetzt mal in ein Spiel reingehe, okay, wir von mal die, das ist eine uralte Welt von mir, noch entstanden in der Minecraft Beta 1.3, also nicht wundern, wie das hier aussieht jetzt. Und das seht ihr einmal schon mal, so sieht das Ganze ja schon mal aus, so sieht das Holz aus und die Tür, das Crafting Table und so weiter. Und ja, hier haben wir noch einen Lichtbug drin, das ist aber nur wegen der 1.8 noch so, weil das noch muss noch gefixt werden. Aber so sieht das Ganze schon mal aus. Jetzt einmal hier raus, so sieht der Sand aus und ja, also ich finde, es ist mir eigentlich relativ gut gelungen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das einmal runterladen und ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback dazu schreiben würdet, wie es euch gefällt. Und ja, wie gesagt, der Link zum Tutorial steht einmal oben rechts in der Anmerkung, wie ihr euer eigenes Texturenpack erstellen könnt. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonnieren, kommentieren, Downsub und ich bin jetzt hier raus. Ciao, Leute!